Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur zweiten Talkrunde vom nicht ganz so anonymen Elendsgestalten Selbsthilfegruppen-Talk, so in etwa. Wir reden heute wieder ein bisschen über Instagram und so als Vorschlag habe ich heute mal gedacht, dass wir uns drei Themen aufgreifen, mal schauen, ob wir alle drei behandeln wollen oder nur eins, je nachdem, wie viel wir so durchnehmen und zeitlich durchbringen. Zum einen habe ich mir gedacht, es geht ja nicht nur um die Content Creator, also die auf Instagram selbst Inhalte bereitstellen, vielleicht sogar schon Influencer-Bereich sind oder auch vielleicht Geld damit verdienen, sondern auch so der ganz normale User, der einfach nur Konsument ist, also der die Inhalte liest, liked, vielleicht selber gar nichts postet oder nur privat postet. Diese Leute, wo ich mich jetzt auch mit einschließe, sind eigentlich mehr passiv unterwegs und haben aber trotzdem so einen gewissen Struggle vielleicht manchmal. Ich kenne es zumindest von mir auch so, dass es eine gewisse Reizüberflutung ist auf Insta. Also man hat meistens ja einen recht langen Feed, weil man ja vielen Menschen folgt und nicht nur 2, 3, 4, 5. Und dann kommt da schon einiges zusammen und man schafft es eigentlich sowieso nicht, alles durchzugucken. Und der Algorithmus spielt dann vielleicht auch immer ein paar so Sachen rein, die man vielleicht gar nicht unbedingt sehen wollte oder die einfach irgendwie zu viel sind. Es ist irgendwie im Ganzen eine Reizüberflutung. Geht es euch da ähnlich, dass man einfach nur noch schnell durchswipet und dann eigentlich wieder weglegt das Handy? Oder ist es eher so, dass ihr euch da Zeitlimits setzt und vielleicht nur ein 4, 5, 6, 8 Beiträge anschaut und dann wieder was anderes weitermacht? Ja, ist lustig, wie man es gerade sagt. Ich habe erst vor kurzem sozusagen eigentlich fast alles auf stumm gestellt, außer jetzt die ich jetzt aus dem Discord kenne oder so. Jetzt hier wie Alex oder TMV und so halt, oder Vivian, genau. Ansonsten habe ich echt alle jetzt auf stumm gestellt. Ich hatte einfach keine Lust mehr, also auch die Benachrichtigung jetzt, kann man auch, das habe ich jetzt vor kurzem erst gecheckt, dass man die auch ausstellen kann, weil dann kriegt man auch so irgendwelche Benachrichtigungen oder so, weil jetzt hat der und der wieder was gepostet seit langem oder so. Das habe ich ganz, ganz früh schon abgestellt. Genau, also es war erst vor kurzem auch. Ansonsten habe ich auch wirklich nicht drauf geachtet oder habe mir nicht auch die ganzen Sachen eigentlich nicht wirklich angeguckt, weil es einfach so viel ist auch dann. Nur halt spezielle Sachen halt wieder von den Leuten von Discord jetzt. Ja, ist bei mir auch ähnlich. Ich erwische mich sogar die letzten Wochen eher dabei, dass ich gar nicht mehr in dem Feed scrolle und mir die neuen Beiträge anschaue, die da so sind, sondern ich schaue mir sogar nur noch Stories an und da auch nur von ausgewählten Leuten. Aber auch gerade, weil so viel passiert halt und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich dann zu viel sehe, was dann unter Druck auch irgendwie beispielsweise bei so einem Weltfrauentag gepostet wird, das ist halt sehr, kann sehr aufreibend sein. Und ja, da war in den letzten Wochen nicht so die Muse, sich das dann tatsächlich selbst dann noch anzutun. Ja, und es wiederholt sich dann auch ziemlich viel, ne? Also ja. Gerade wenn so ein Thema ist, so ein spezieller Tag oder ein wichtiges Event oder so, da meint dann immer auch jeder oder jede, es muss genau zu diesem speziellen Thema jetzt auch unbedingt ein Post raus. Und wenn jeder zum gleichen Thema einen Post raushaut, dann wiederholt sich auch ziemlich viel oder es ist fast ein bisschen nervig manchmal. Wie ist es bei dir, Alexander? Ja, das hatten wir jetzt bei dem Thema Ukraine irgendwie ganz massiv, weil sich die Leute, also gefühlt ist es dann auch irgendwie so, dass sich jeder so ein bisschen genötigt fühlt, sich dazu zu äußern. Ich habe jetzt irgendwie ganz bewusst, glaube ich, noch überhaupt nichts dazu gepostet, weil ich mir so denke, ich überlasse dann auch die Stimmen lieber den Leuten, die dazu wirklich irgendwie konstruktiv was beizutragen haben. Aber jeder fühlt sich halt so ein bisschen genötigt, dass man jetzt posten muss, oh, wie schlimm und oh, Solidarität und weil das ja relativ klar ist im Grunde, aber jeder fühlt sich trotzdem irgendwie dazu genötigt, dazu was zu posten. Ja. So im Allgemeinen handhabe ich das, glaube ich, so ein bisschen so, dass wenn es jetzt private ja,
Persönlichkeiten oder sowas, dann interessieren mich vielleicht die Stories mehr. Aber gerade bei so größeren Profilen, denen ich dann wirklich für die Beiträge folge, weil, also denen ich dann wirklich für den Content folge, dann habe ich da auch ganz, ganz viele Profile, bei denen ich die Stories stumm geschaltet habe, weil das dann einfach so viel ist. Gerade bei so größeren Pages, die posten dann da teilweise irgendwie 30, 40 Stories am Tag. Und wenn du dann irgendwie 10 von den Profilen folgst, dann brauchst du dir schon von niemand anderem mehr Stories angucken, weil du das gar nicht mehr reinkriegst. Ja. Also gerade da habe ich ganz viele Stories stumm geschaltet und schaue dann Stories hauptsächlich von den Leuten, ja, denen ich dann vielleicht auch nicht unbedingt zwingend für den Content folge, sondern weil man mich irgendwie kennt und sowas. Ja. Man verbringt auch wahnsinnig viel Zeit. Also als ich jetzt auf Instagram noch ja, ziemlich neu war und eigentlich niemanden da jetzt wirklich persönlich gekannt habe, da bin ich halt mehr nach meinen persönlichen Interessen gegangen. Also was interessiert mich, was will ich sehen, wo sind die Bilder hübsch oder wo ist vielleicht ein bisschen inhaltlicher Mehrwert, und da kommt man ja immer mehr auf ähnliche Profile. Mittlerweile muss ich sagen, ist es so, dass ich halt auch nur noch den Leuten wirklich etwas aktiver folge, die ich halt auch, wo ich einen persönlichen Bezug dazu habe. Also sei es jetzt bei euch oder bei anderen Leuten von unserem Discord jetzt, wo ich von vornherein weiß, die Qualität wird passen beim Content. Also da ist dann kein irgendwie Blödsinn dabei, wo einer wem irgendwas vielleicht verkaufen will oder vielleicht dann auch mal was Falsches behauptet, um irgendwas verkaufen zu können, und wo einfach nicht lauter so Retortenbeiträge rauskommen. Da würde ich jetzt direkt überleiten zum nächsten Thema, was ich mir für heute gedacht habe. Das Marketing, das einige betreiben, also da geht es jetzt mehr um die Content-Creator-Seite. Es ist ja bei vielen so, dass Instagram zu einer gewissen Verkaufsplattform geworden ist. Also nicht nur, es ist auch legitim, wenn man das offen als solches nutzen möchte und das auch so propagiert. Aber es vermischt sich halt sehr vieles. Ne? Vermischt sich viel Privates mit Sachen verkaufen, sei es jetzt das 100. CBD-Öl oder irgendwelche anderen seltsamen Dinge, die da gern über Influencer-Marketing verbreitet werden. Und ich habe halt so den Eindruck bekommen, hier meine ich eben auch, dass einige Leute, die man an und für sich eigentlich mal gut gefunden hat, für die Inhalte, die sie erstellen und die sie verbreiten, da kommt jetzt doch so ein fader Beigeschmack bei manchen auf, weil die jetzt doch auch gewisse Dinge verkaufen oder bewerben, die eigentlich, ich sag's mal ganz deutlich, Bullshit-Produkte sind oder wo halt einfach nicht viel dahinter steht. Und frag mich da immer, wie kommt man dazu, wie kommt es so weit, dass man, wenn man vorher eigentlich so gewisse Ideale selber gehabt hat und auch so nach außen getragen hat, dass dann doch ein bisschen was schön geredet wird oder sogar vielleicht fast gelogen wird, nur um irgendwas verkaufen zu können. Vivian, magst du was sagen dazu? Ich glaube, da vermischt sich manchmal so eine Portion Unwissen mit einer Portion cool, ich werde angefragt, etwas zu vertreiben und kann sogar noch ein bisschen Geld damit verdienen. Also je nach Größe des Accounts ist das ja auch irgendwo ein Kompliment, denke ich, was man gerne annimmt. Und dann gibt es halt oft diese Haltung noch, ja, das schadet ja niemandem. Also wenn ich jetzt CBD-Öl vertreibe oder anpreise, Schaden tut es ja nicht. Ob das jetzt wirklich so eine Wirkung hat oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich tue ja damit niemandem weh. Und ich glaube, deswegen ist die Hürde halt extrem gering, da groß zu hinterfragen, ob das jetzt meinem ethischen Kompass entspricht, das zu verkaufen oder nicht. Ja, verstehe. Also dann ist aber nochmal so eine Unterscheidung zwischen Produkten, die, naja, wo man jetzt vielleicht nur Geld dafür rauswirft, die ja nicht schaden können. Und manche verkaufen halt dann auch so andere Sachen, wo man sich fragt, ja gut, das könnte unter Umständen sogar gesundheitsschädlich sein bei irgendwelchen
Nahrungsergänzungsmittel und ich weiß nicht, was alles. Sind euch da schon bestimmte Beispiele untergekommen? Ja, gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln ist da echt immer so ein schmaler Grat, ne? Zwischen man verkauft das und es hat bei dem, damit demjenigen, der es ankommt, irgendwie den Anschein, damit könnte ich meine gesunde Ernährung ersetzen. Also ich glaube, da wird es dann schon gefährlich, wenn man das so anpreist, als wäre das Wundermittel schlechthin und damit würden sich viele Probleme lösen. Ich weiß nicht, das machen einige sicherlich so. Einige machen das vertretbar, würde ich sagen, die das eben auch immer noch in so einem Disclaimer packen. Nahrungsergänzungsmittel ersetzen keine ausgewogene Ernährung etc. pp. Ja. Ja, ist schwierig. Das ist echt schwierig. Habt ihr denn schon mal über Instagram bei sowas gekauft? Oder den Code genutzt oder sowas? Also es liegt sicherlich schon einige Zeit zurück. Ich meine, dass ich schon irgendwo mal einen Code genutzt habe von irgendwem, ich weiß nicht mehr wem. Das war aber dann irgendwas, also kein Mittelchen oder sonst irgendwas, das war dann für irgendwas zu essen. Ich weiß nicht mehr, entweder war es so Proteinzeugs oder sowas, veganes Proteinzeugs oder Koro-Drogerie oder irgend sowas, ich weiß es nicht mehr genau. Wie ist bei euch, bei den Herren? Ja, Code habe ich schon benutzt. Wenn ich irgendwo einen Code herbekomme, sozusagen, wo ich was kaufen kann, weil ich eh kaufe sozusagen, B12 oder was weiß ich, dann klar, warum nicht? Aber das bringt ja auch meist, also die 5-10% sind auch manchmal, naja. Das ist so ein Instinkt, den man dann jetzt hier, diese Werbemaschine ist wahrscheinlich auch, die löst der Instinkt ja auch. Man kann ja was ein Schnäppchen machen oder so, sozusagen halt. Dieser Code bringt ja eigentlich relativ wenig, wenn du nicht für 200 Euro was kaufst oder so. Ich meine, selbst dann hast du 10 Euro Gewinn, ja toll. Also, naja, ist ja relativ. Aber doch, habe ich schon genutzt. Warum nicht, wenn ich das eh bestelle? Dann sowieso, ja, dann kann man schon mit dem, aber ansonsten wegen 5% irgendwo extra dann was kaufen, das ist, glaube ich, nie eine gute Idee. Also, wenn man es nicht sowieso braucht. Das ist ähnlich wie so ein Mengenrabatt, weil du bestellst 5, dann kriegst du einen umsonst. Also, dann hast du die 5 rumstehen, dann schmeißt du am Ende eins weg, weil das abgelaufen ist oder so. So, naja. Aber ich glaube auch, dass, wenn du einmal da drin bist, halt wie gesagt, wenn du einmal dieses angenommen hast, CBD-Öl oder so, dann ist manchmal auch diese Grenze überschritten, dann kommst du von einem zum nächsten und so, dann hast halt, ach ja, jetzt kann ich ja noch dies und das machen. Dann ist so manchmal so ein Damm gebrochen, habe ich das Gefühl. Und dann geht es ganz schnell, dass die alles möglich verkaufen. Das ist eher so für mich so QVC oder so halt. So, da bestimmt, wie gesagt, diese Grenze zwischen Privat und Verkäufer. Vorher war es so immer, ach, ist ja ein toller Freund, so persönlich und so. Und das ist schon fast wie ein Freund, ich kenne ihn ja so gut, so ungefähr halt. Und dann, den kann man ja gut mal was abkaufen. Und dann bestimmt halt auf diese Grenze halt. Also was ja ganz insbesondere, würde ich sagen, so im Beauty-, Wellness- und ja, Ernährungs-Fitness-Bereich, das sind ja so die Sachen, also es handelt sich ja eigentlich immer um irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwelche Beauty- und Wellness-Produkte und sowas, das ist ja eigentlich gefühlt das, was es so zu 80% ist auf Instagram. Und ich glaube, das ganz große Problem ist aber auch wirklich, sobald du erstmal auch finanziell darauf angewiesen bist, dass du dein Geld über diesen Instagram-Account, über so ein Influencer-Dasein generierst, damit wirklich, also vielleicht dann irgendwann deinen normalen Job und sowas aufgegeben hast, dann musst du ja damit dein Geld verdienen und dann ist es halt vielleicht irgendwann wirklich so ein Ding von, dann kooperierst du nicht mehr nur noch mit den Unternehmen, wo du jetzt wirklich sagen wirst, da stehe ich 100% dahinter, sondern dann guckst du halt, okay, was kommen für Anfragen rein? Was davon ist irgendwie noch vertretbar? Und dann, ja, musst du halt da auch auf Dinge eingehen, um überhaupt noch Geld zu verdienen, ne? Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass man mit der Zeit, also am Anfang, die ersten Sachen, die promotet man vielleicht wirklich noch aus reiner Überzeugung. Und wenn man erstmal irgendwo dann ja an einer gewissen Stelle ist, eine gewisse Größe erreicht hat und das zum Haupteinkommen geworden ist,
kann ich mir schon vorstellen, dass dann die Bereitschaft ein bisschen größer ist, in seinen Rahmen so von der einen oder anderen Seite immer noch so ein kleines bisschen mehr mit reinzuquetschen in seinen ethischen Rahmen, was man irgendwie selber überzeugend findet oder selber gut findet oder noch vertreten kann. Und mit der Zeit, glaube ich, kann sich dieser Rahmen dann schon ein bisschen immer weiter nach außen dehnen und verschieben. Das ist die Frage, ob man sich selber vorher einfach härtere Grenzen setzen sollte oder ob man einfach sagt, ja gut, pfeif drauf. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass du als Verkäufer vielleicht auch eher dazu geneigt bist, die Verantwortung an den Konsumenten auch abzugeben. Also wenn das Leute kaufen, ist mein Dasein in dem Bereich irgendwo berechtigt. Du schreibst den Leuten ja nicht vor, was sie kaufen sollen und was nicht. Und vielleicht geben sie dadurch auch ein bisschen Verantwortung ab. Das ist ein guter Punkt, ja. Man ist ja dann, letztendlich kann man immer noch sagen, man ist ja nicht selber schuld, wenn jemand irgendwas kauft, auch wenn es jetzt ein Quatschprodukt ist. Man hat es ja nur vorgestellt und es ist ja jeder noch für sich selbst verantwortlich. Ja. So begründen das übrigens Drogenverkäufer auch. Ja, richtig. Ich frage mich, welche Claims man damit auch macht, sozusagen. Und das hatten wir ja letztens auch, dieses Rechtliche ist ja auch so tricky auch oft, dass du halt ein Wort sozusagen nur verändern musst und dann bist du halt wiederum raus sozusagen. Dann heißt ja nicht, ich habe es jetzt klar gesagt, sondern es ist jetzt nur, es könnte sein oder so. Nur mit diesem einen Wort und das Wort muss nicht, das fällt halt nicht so gut auf oder so. Halt, ne? Also diese Claims sind ja auch, so gerät halt oft was halt. Ne? Da löst was aus dem Kopf, so, ah ja, das hilft oder so, wenn meist geglaubt. Dieses Produkt kann deine Gesundheit dahingehend fördern. Da war letztens halt irgendwas mit irgendwelchen Tieren oder so und dann. Es hat bei manchen Hunden geholfen, aber ja, die sagen ja nicht, dass es hilft sozusagen, sondern es hat so ausgesehen. Kann ja auch sein, dass es nur so ausgesehen hat. Wie jetzt war ja nicht so, dass, aber wenn man das sagt sozusagen, ja, oder bei Testimonials halt, ne? Hier sieht die Testimonials und da sieht man über die Testimonials, ja, bei diesem Hund hat es geholfen. Jetzt soll ja natürlich so gerennt, es hilft. Sozusagen. Das heißt ja, man weiß ja nicht, ob die Herrscher jetzt gedacht haben, jetzt hilft oder so, das weiß ich halt. Jetzt, wir wissen es, klar. Oder ich weiß ja im Nachhinein, früher hätte ich es vielleicht auch nicht so, wenn ich nicht bewusst darauf geachtet hätte, wäre es mir wahrscheinlich auch nicht so aufgefallen. Aber wenn man sich ein bisschen mehr beschäftigt mit dieser Masche oder halt in diesen Werbung und so, dann fällt einem das schneller auf halt. Ganz, ganz tricky, ja, diese ganzen Werbungen mit Erfahrungsberichten. Die Kunden sagen, ja, das und das und meinem Hund geht so viel besser und mir hat es geholfen, meinem Onkel hat es geholfen, der Oma sowieso. Ich denke mir mittlerweile bei so Erfahrungsberichten auch. Ja, sorry, mach du. Nee, das war bei mir auch, das ist immer so ein kleines Stückchen verzögert und dann, aber kannst gerne zuerst reden. Okay, ich wollte nur sagen, dass ich bei so Erfahrungsberichten mittlerweile es sehr tricky finde, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe etwas gekauft und habe dafür vielleicht sogar auch ein gutes Sümmchen Geld bezahlt, dann rede ich mir natürlich auch gerne ein, dass das wirkt und ja, gebe ja dann eine positive Bewertung sogar vielleicht ab. Will mir dann nicht selbst eingestehen, dass ich, weiß nicht, zig hunderte Euro für irgendeinen Schmuh ausgegeben habe. Ich wollte sagen, so ein großes Fass, was man da auch noch aufmachen könnte, wäre jetzt so Multilevel-Marketing, was ja auch auf Instagram irgendwie auch explodiert ist. Gibt ja mittlerweile irgendwie für jeden das passende MLM, ob das jetzt Beauty-Produkte sind oder Nahrungsergänzungen oder ätherische Öle oder Wasserfilter oder Staubsauger oder ja, und dann, da ist dann auch nur noch so zur Hälfte das Produkt. Ob das Produkt dann selbst jetzt irgendwie noch was taugt oder nicht, das ist dann unterschiedlich. Aber im Grunde ist es bei den Profilen dann auch immer ganz offensichtlich, dass eigentlich nur noch zur Hälfte überhaupt das Produkt beworben wird und zur anderen Hälfte wird da eigentlich direkt das Business dahinter mit beworben. So nach dem Motto,
ja, du kannst jetzt das Produkt kaufen, aber du kannst das dann auch noch direkt als Chance sehen, da gleich mit einzusteigen. Und dann wird auch so dieser Business-Aspekt dahinter eben ganz massiv noch mitbeworben und ja, nur noch nebensächlich eigentlich das Produkt. Da kommt dann dieser verlockende Effekt dazu. Du kannst ja das Produkt, das bezahlt sich ja schon von selber ab, wenn du das kaufst. Wenn du selber ins Geschäft einsteigst und stell dir vor, was du da erst verdienen kannst. Und es ist ja ein tolles Produkt, ne? Also dann immer so im Hinterkopf eben noch da schön promotet, dass man ja damit allen Menschen nur was Gutes tun will und nur mehr Menschen helfen will, weil das ja so ein super, super, super klasse, tolles Produkt ist. Dieser Wasserfilter XY oder so. Wie steht ihr denn zu, also Produktverkauf über Instagram ist ja eine Sache, dann gibt es ja noch die andere Schiene, ich verkaufe mich als Coach, ich verkaufe mich als Berater, Dienstleister. Okay, ich sehe schon Schmunzeln in jedem Gesicht. Was denkt ihr denn darüber? Das ist ja auch so ein bisschen da so die Frage, bei allem, was da immer so angeboten wird, wofür man jetzt irgendwie Coach ist, was stehen da überhaupt für Qualifikationen hinter? Gefühlt ist jetzt halt auch irgendwie jeder Zweite auf Instagram Coach für irgendwas. Und besonders auch diese ganzen Persönlichkeitsentwicklungssachen, wo dann meistens nicht mal irgendwelche Qualifikationen dahinter stehen, sondern einfach vielleicht, ja, ich habe mir selbst irgendwie was aufgebaut, ich habe mich selbst irgendwo rausgeholt aus dem Tief und deswegen bin ich jetzt absolut qualifiziert dafür, andere Leute da auch zu beraten. Ja, könnte man wahrscheinlich auch einen Abend mitfüllen. Micha, magst du was ergänzen? Ja, du sagst jetzt hier keine Qualifikation hinter. Die haben mächtig Lebenserfahrung halt. Das musst du auch einkalkulieren dann, ne? Also, ja, wie du sagst, das kann eigentlich jeder machen, sozusagen. Ich könnte jetzt auch mir irgendwas Coach draufschreiben oder so. Ich habe manchmal das Gefühl, die müssen einfach gut connecten oder halt ja eine gute Außenwirkung haben halt. Das ist, oder sich selber verkaufen, mehr oder weniger. Das ist eher mal so eine Masche. Aber klar, das unterstelle ich jetzt, wie gesagt, ich will's. Aber das ist das, was ich auch meistens sehe. Jeder kann sich irgendwie Coach draufschreiben für irgendwas halt. Ne? Und wie du gesagt hast, ich muss ja nicht irgendwas, eine Qualifikation hinterstehen halt. Kann ich mir auch irgendwas draufschreiben halt. Also finde ich auch sehr, sehr schwierig, ja, jetzt. Also man sieht ja diese Massen. Und ich frage mich dann auch, was bleibt bei den hängen? Ich meine, bei den meisten wird ja nicht bei rumspringen, viel bei rumspringen, aber ich glaube einfach, manche versuchen es einfach und dann sieht man, was bei rumkommt. Und dann, wenn es nicht funktioniert, mache ich halt in 2 Jahren was anderes. Versuche ich halt, verkaufe ich irgendwas anderes oder so. Probieren kann man es ja mal. Ja, ich finde das auch ein bisschen schwierig, das ganze Thema. Es gibt ja, man muss auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja auf Instagram die Leute, die jetzt zum Beispiel Ernährungsberatung, ich weiß nicht, was doch alles, Kinderernährung, Stillberatung, vielleicht auch irgendwas ganz anderes, wo ich jetzt überhaupt kein Augenmerk drauf habe. Es kann natürlich schon sein, dass die eine entsprechende Ausbildung haben und dann auch dementsprechend, ja, eine gute Beratung liefern können, aber es gibt dann halt auch eben diese zahlreichen, ja, Life-Coaches, dass sich eigentlich jeder, der ein bisschen gut reden kann, sage ich mal, der das Talent hat, die Leute ein bisschen abzuholen, abzufangen und eine große, große Show zu machen, und dann aber am Ende gar nichts liefern. Also nichts liefern, keine besonderen Weisheiten. Es sind eigentlich alles mehr so langweilige Kalendersprüche, die man schon 100.000 Mal irgendwo gelesen hat. Und die verkaufen einem das dann so, als wäre das der Bringer, das wäre das Lebensmotto schlechthin. Und wenn du das erstmal verinnerlicht hast, dann geht es dir gut, ne? Dann kommt noch irgendeine spirituelle Komponente vielleicht mit rein, dann kommt vielleicht noch der gute Eckhart Tolle mit rein und lauter solche Menschen, die eigentlich alle dasselbe anbieten, nur mit einer anderen Bezeichnung, mit einem anderen Label, mit anderen Kursen, einem anderen Modell. Also es sieht dann minimal anders aus, dass du vielleicht einen Wochenendkurs buchst oder ein Online-Coaching oder manche bieten ja auch dann direkt ganze Reisen an für viel teures Geld. Und mir kommt es ehrlich gesagt ein bisschen so vor, als wäre das alles nur eine ganz, ganz große Gehirnwäsche. Ich glaube, es gibt schon einige, die da bestimmt einen sehr guten Job machen. Also es kommt mit Sicherheit auch auf den Bereich an, wie du sagst, jemand, der Ernährungsberater
Berater auch dort ausgebildet ist und sich auch stets weiterbildet, der wird dort schon, hat schon seine Qualifikation. Aber genau bei solchen Life-Coaches oder selbsternannten Life-Coaches ist es halt immer schwierig. Natürlich bist du nicht gezwungen, sowas in Anspruch zu nehmen oder die Dienstleistung zu kaufen. Aber es zieht halt auch gerade Menschen an, die vielleicht in so einer kleinen Krise stecken. Und je nachdem, wie groß diese Krise ist, ist dann so ein Coaching, was du dann einmalig irgendwie kaufst und viel Geld dafür bezahlst, ja keine dauerhafte Lösung. Und das Risiko, dass man dann hinterher vielleicht in ein noch tieferes Loch fällt, sehe ich entsprechend hoch. Und ich weiß nicht, ob das alle diese Coaches auch auf dem Schirm haben oder sich ihre Grenzen, ihre eigenen Grenzen auch bewusst sind und dann auch ehrlich zu den Kunden sind und denen das auch mitgeben. Weiß ich jetzt nicht. Ja, das finde ich halt immer so ein bisschen schwierig. Ja, da habe ich eben am ehesten den Eindruck, dass sie das nicht dementsprechend auffangen und den Leuten so mitgeben, sondern dass das letztendlich bei den meisten eher egal ist, solange erstmal bezahlt wurde und solange vielleicht weitere Folgeberatungen gebucht werden, ist alles schön und gut, aber wenn es der Person wirklich schlecht geht, dann wird sie ja zu Hause nicht aufgefangen. Und wenn du dann, also es gibt ja eine recht bekannte, die auch in diesem spirituellen Bereich, würde ich mal sagen, in Deutschland schon an der Spitze steht, da wirst du ja mehr oder weniger mittlerweile abgefertigt, da ist ja kaum noch ein persönlicher Kontakt da und du denkst, okay, du machst jetzt dieses Coaching, diese Dienstleistung, wie auch immer und du siehst halt so viele positive Erfahrungsberichte, wie wir es auch vorhin bei den Produkten hatten und du denkst halt so, okay, wieso funktioniert das bei mir nicht? Wieso klappt das bei mir nicht so dolle wie bei den anderen? Wieso kriegen die anderen das besser hin als ich? Also ich finde das echt, es kann schon zu einer Teufelsspirale werden. Ja, es ist aber auch echt ein hartes Thema. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne jetzt persönlich zwar in meinem Umfeld niemanden, der da schon mal auf sowas, ich sag mal, reingefallen ist. Aber man kriegt das halt immer wieder mit. Sei es jetzt von Menschen, die man vielleicht selber über Social Media mal kennengelernt hat. Man merkt, dass die irgendwie total abdriften und ja, so auf einem guten Weg sind, sich irgendwie selbst zu verlieren bei dem Ganzen. Oder ich bekomme eben auch durch meine YouTube-Geschichte, bekomme ich ab und an Rückmeldungen von, nicht von Selbstbetroffenen, aber von Betroffenen, also Familienangehörigen, die halt irgendeinen geliebten Menschen an solche Gurus im weitesten Sinn verloren haben. Ist dann schon tragisch. Also ich habe sowas auch schon mal gebucht. Ich oute mich jetzt. Erzähl, wie war's? Jetzt wollen wir mehr wissen. Schmerzhafte Erfahrung. Im Nachhinein. Ja, schmerzhafte Erfahrung. Also es war nichts im Sinne von zum spirituellen Coaching oder sowas. Es war eher, ging in die Richtung Business Coaching. Ah ja. Ja, genau. Und ich muss sagen, im Nachhinein hätte ich es nicht nochmal gemacht. Aber das meine ich ja, du siehst die ganzen Erfahrungsberichte, die Person ist dir sympathisch, du denkst, der kann da wirklich geholfen werden und ja, ja letztendlich, ja. Und ich will es ja auch. Dann auch hinterher wird dir eingeredet, wenn es da bei dir nicht klappt, dann hast du nicht das richtige Mindset gehabt, dann hast du nicht die richtige Einstellung gehabt, um das auch richtig zu wuppen und so weiter. Und das finde ich halt extrem. Das ist dann die Klatsche obendrauf. Ne? Genau, ja. Nee, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sogar bei den Sachen, wo wir jetzt so ein bisschen das im Nachhinein so ein bisschen belächeln und so, ich kann mir sogar vorstellen, dass für den einen oder anderen oder sogar für einen Großteil der Leute, dass da irgendeine kleine Banalität hängen bleibt, die einfach vielleicht auch was ausmacht im eigenen Mindset, die tatsächlich irgendwas bewirkt, wofür man aber diesen super teuren, komischen Kurs nicht gebraucht hätte. Aber vielleicht, jeder bringt ja so seine eigenen Lebenserfahrungen mit. Vielleicht ist da gerade bei dir irgendwo in diesen ganzen Kalendersprüchen irgendwas dabei gewesen, das dich dazu veranlasst, an irgendeinem Punkt ein bisschen umzudenken, vielleicht ein bisschen entspannter zu reagieren, vielleicht ein bisschen deine Planung besser zu machen oder was weiß ich, was man vorher eben anders gemacht hat.
klar, dann bleibt so eine mikropositive Sache hängen. Du machst es besser und hast auf einmal ein bisschen mehr Erfolg oder so und bist total begeistert und empfiehlst es gerne weiter. Der Großteil, nehme ich aber jetzt einfach mal an, beim Großteil wird es wahrscheinlich eher so eine Art Placebo-Effekt sein oder so dieses Gefühl, ah, das war alles so toll, natürlich muss das geklappt haben und es hat ja auch entsprechend Geld gekostet. Du hattest noch ein drittes Thema, Steffi, oder? Jo, genau. Dann schieben wir noch ein drittes Thema ein. Und zwar der Umgang mit Kritik auf Social Media, beziehungsweise als Stichwort habe ich mir Kommunikationsunfähigkeit aufgeschrieben. Wo soll man da anfangen? Habt ihr auch den Eindruck, dass, also je nachdem, wo du in den sozialen Medien unterwegs bist, die Kommunikationsunfähigkeit zunimmt oder eine andere Ausprägung hat? Also ich nehme das beispielsweise gerade so Facebook versus Instagram sehr stark wahr. Also ich muss sagen, bei Facebook bin ich schon seit Urzeiten raus. Ich habe da zwar noch irgendwie so einen inaktiven Account hängen, aber ich habe da nie irgendwie was großartig privat gepostet oder privat unternommen. Facebook ist mir von Haus aus einfach als Plattform zuwider, muss ich sagen. Und Instagram ist so nahe dran, dem nachzukommen. Ich kann von daher jetzt nicht so viel Vergleiche zwischen den beiden ziehen. Ich kann allerdings YouTube und Instagram ein bisschen vergleichen. Also bei den YouTube-Kommentaren habe ich subjektiv den Eindruck, dass vielleicht die Überwindung, einen Kommentar zu schreiben auf YouTube, für manche irgendwie höher ist, als jetzt bei Instagram das drunter zu schreiben. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass man bei YouTube ja einen Account haben muss, also angemeldet sein muss und als Konsument aber auch einfach gucken kann, ohne sich anzumelden. Bei Instagram ist es ja meistens so, dass man nicht so wirklich Inhalte schauen kann oder nur ganz kurz oder begrenzt, ohne selbst einen Account zu haben. Vielleicht mag es da Unterschiede geben. Jedenfalls bei YouTube habe ich den subjektiven Eindruck, dass da nicht ganz so schwierige Kommentare oder Gespräche entstehen wie auf Instagram. Also auf YouTube kommt vielleicht ja entweder was Positives oder was Negatives, dann geht es ein bisschen so hin und her. Aber es ist nie so, dass sich ein ganzer Mob sozusagen draufstürzt und in einem Kommentarstrang quasi immer nur auf das eine Thema wieder einhakt, ohne dabei den Punkt zu treffen, das Argument zu treffen. Das war jetzt ein bisschen unstrukturiert ausgedrückt, aber ich glaube, ihr, also dadurch, dass wir das alle schon mal erlebt haben, glaube ich, wisst ihr, was ich meine. Es wird sich dann nicht auf die Argumente gestützt oder es wird dann nicht das, was in dem Posting ausgesagt worden ist, behandelt, sondern es wird mit Scheinargumenten gekämpft, Strohmänner gebaut oder irgendwie Guilt by Association eingebaut und. Ich habe das Gefühl, da kommen keine oder nur sehr selten anständige Diskussionen zustande. Leider eigentlich. Also auf Insta meinst du jetzt, ne? Dass da keine anständigen Diskussionen sind. Genau. Das ist halt sehr schnelllebig, glaube ich auch. Ich glaube, bei Twitter ist, ich kenne mich ja gar nicht, auch in sozialen Medien nicht so gut aus. Halt. Ich kenne ja auch mehr oder weniger Instagram und YouTube halt halbwegs. Aber ich glaube, bei Twitter habe ich gehört, es soll noch schlimmer sein, sozusagen. Es ist halt noch schnelllebiger, habe ich das Gefühl, wahrscheinlich. Und ich habe halt schnell was drunter. Das ist jetzt keine wirklich Diskussionsplattform. Es ist halt, ja, schnell konsumieren und schnell weiter, sozusagen, habe ich das Gefühl. Das ist für mich irgendwie, ja. Und ja, ich glaube, das ist auch ein grundsätzliches Problem, dass man Argumente erstmal verstehen muss oder auch die Argumentationsstruktur verstehen muss, wie man argumentiert. Also das kann ich ja noch mal so, also was heißt, als ob ich jetzt der Maßstab bin, nein, aber es fällt mir sogar, also auf jeden Fall auch schwer, obwohl ich schon länger drüber nachdenke oder versuche, das mir selber zu verbildlichen, wie macht man ein Argument, wie ist es aufgebaut und dann wie denkt man weiter. Das ist einfach ein grundsätzliches Problem unserer Gesellschaft schon. Und dann natürlich auf solchen sozialen Medien soll man brennen lassen. Natürlich auch viele junge Leute vielleicht, keine Ahnung. Wird natürlich nicht so einfach dann.
Ja, auf Instagram auf jeden Fall mehr jüngere Leute. Bei Facebook habe ich ja den persönlichen Eindruck in meinem Feed, wenn Leute kommentieren oder Beiträge teilen, liken, ist das eher die Generation, weiß nicht, 45, 50 plus. Und dann aber Hardcore. Also dann, weiß nicht, hörst du 5 Jahre lang was von deinem Onkel Tim nix und dann siehst du plötzlich im Facebook so einen Beitrag, ja, wo du nur den Kopf schütteln kannst und wo er gefühlt alle seine Emotionen auf einmal auslässt. So fühlt sich Facebook für mich an. Ex also noch Wow. extremer als Instagram auf jeden Fall. Das ist interessant. Da habe ich viel zu wenig Einblick, muss ich sagen. Was mir halt auf Instagram auch oft auffällt, sind diese Geschichten, wenn jemand dir irgendwas vor die Füße knallt oder rotzt, muss man schon fast sagen. Irgendjemand haut dir irgendwas hin, beschwert sich über das, entweder was du geschrieben hast oder der Beitragersteller eben gerade, kommt ziemlich unangenehm erstmal daher. Und sobald der Beitragersteller oder jemand Außenstehendes aber da nochmal drauf antwortet oder antworten will, geht es dann gar nicht mehr, weil die Person eingeschränkt hat, dass jemand gar nicht antworten kann oder so. Also von vornherein oder spätestens nach der ersten Gegenstimme kommt so ein Abblocken, so ein Abschotten. Alles wird blockiert, Scheuklappen auf und es kommt einfach nichts mehr an bei der Person. Also die hat ja gar nicht mehr die Chance, ihren Standpunkt nochmal zu überdenken oder vielleicht auch die andere Person nochmal von ihrer Seite zu überzeugen. Es ist ja egal, auf welche Seite das Pegel schlagen würde am Ende. Es ist einfach an der Stelle beendet. Zack, ich habe meinen Rotz abgeliefert. Punkt. Und dabei bleibt es. Ich will sonst nichts mehr hören. Und ob ich dich überzeugt habe, ist mir dann auch egal. Ja, es ist richtig nervig. Richtig nervig. Ich glaube, du kannst eh ein Liedchen singen. Also, was man von dir mitbekommt, du bist sehr engagiert auf Instagram mit wirklich guten Kommentaren, gute Diskussionen, alles immer gut überlegt, strukturiert, erklärend, nochmal, wenn jemand Rückfragen hat und so. Also mir ist kaum jemand schon positiver aufgefallen als du in der Hinsicht. Aber wenn dann doch nichts ankommt, was machst du dann? Oder wenn die Person dich blockiert, dann war die ganze Mühe umsonst oder dann noch den Kommentarstrang löschen oder so, dann hast du Zeit, Stunden, Mühe, Aufwand, Nerven investiert für nichts. Ja, absolut. Am Anfang regt man sich dann auch noch richtig darüber auf, weil du halt auch nichts gesichert, weil du denkst ja nicht daran, dass das gelöscht werden könnte. Ja, am Anfang ist man noch so naiv und mittlerweile machst du dann natürlich viele Screenshots etc. Aber den Text wirklich rauszukopieren, machst du halt wirklich auch nur, wenn du Zeit hast. Und du müsstest ja, selbst wenn du einen Screenshot gemacht hast, diesen ganzen Text nochmal zumindest teilweise abtippen. Das ist dann halt schon ein bisschen nervig, ja. Genau, und wenn dir jemand einen Kommentar dalässt und dich kritisiert, ob jetzt berechtigt oder nicht berechtigt, und dich aber im zweiten Schritt einfach direkt einschränkt oder blockt, dass du nicht mehr auf die Person antworten kannst, das macht mich dann schon fuchsig, weil, also, was ist das für ein Umgang? Das würdest du ja im persönlichen Leben auch nicht machen. Jemand irgendwas hinknallen und dann einfach Kopfhörer ran und weglaufen. Also, ja, was ist das für eine Art? Ja, da fragt man sich dann auch wirklich, wozu diese Person sich dann überhaupt äußern musste, wenn gar kein Gespräch entstehen sollte. Ja, das stimmt. Also wollte die einfach nur rumpflaumen oder so, weil wenn sie merkt oder merken würde, dass das, was diese Person jetzt gesagt hat, wenn das beim Gegenüber nicht ankommt, dann könnte man ja im Nachgang nochmal erklären, warum und seinen Standpunkt halt nochmal intensiver vertreten oder anders formulieren und die Person vielleicht dann zu überzeugen. Aber das scheint gar nicht in deren Intention zu sein. Einfach nur mal kurz abmeckern und weiter. Ja, vielleicht auch so ein
Selbstschutz. Also man möchte ja auch nichts Gegenteiliges hören. Oder hören, dass man falsch liegen könnte. Am allergeilsten ist es natürlich dann, wenn man irgendwie auf einen Kommentar antwortet und dann oder sich da schon so einen riesen Kommentarstrang gebildet hat und sich dann der Ursprungskommentator einfach dazu entschließen kann, ich lösche mal meinen Ausgangskommentar und dann ist einfach alles weg. Das ist ja auch also richtig super. Das sind ja schon so Punkte, wo Instagram per se vielleicht nicht unbedingt die beste Plattform überhaupt ist für jetzt längere Kommentarstränge. Auch wenn ich dann an solche Sachen denke, also rein schon von der Funktionalität her, wenn ich da schon an solche Sachen denke, wie jedes Mal, wenn du dann eine Benachrichtigung kriegst, dass jemand geantwortet hat und du drückst da drauf und dann landest du dort und dann hast du irgendwie so einen Button oben mit vorherigen Nachrichten laden und einen Button mit späteren Nachrichten laden und sobald du auf einen von beiden geklickt hast, ist der andere weg und du musst dann irgendwie wieder raus und dann wieder auf die Benachrichtigung drauf, um dann irgendwie das andere dir anzuschauen oder so. Also es ist ja alles ganz fürchterlich. Also das geht ja schon mit der Plattform los. Und dann, an und für sich ist Kommentieren auf Social Media wahrscheinlich eine der undankbarsten Dinge, die man so tun kann im Internet. Das ist dann wahrscheinlich einfach so ein grundlegendes Problem mit einfach fehlender Diskussionskultur. Ich weiß nicht, also es ist aber auch schwierig, da irgendwie anzusetzen. Ich wäre da ja eigentlich irgendwie für mehr in dem Bereich in der Schule. Irgendwie so Diskussionskultur und Meinungsbildung und irgendwie sowas. Also irgendwie so ein grundsätzliches Fach Philosophie oder so, unter dem man das vereinen könnte. Aber das ist jetzt natürlich ja, sehr weit gedacht. In Amerika gibt es ja diese Debattierclubs, ne? So als außerschulische oder nebenschulische oder so halbschulische Veranstaltungen oder Nachmittagsprogramm. Allerdings glaube ich jetzt auch nicht so, dass man das so viel wirklich lernt. Also das eine gewisse Streitkultur vielleicht schon, ja, aber ob man da so das richtige Argumentieren lernt, wage ich fast zu bezweifeln. Also es gibt schon Einzelfälle, also einzelne engagierte Lehrer, die das außerhalb des Schulplans, des klassischen Schulplans machen. Ich habe ja auch ein paar Freundinnen und Freunde, die Lehrer sind und unter anderem auch eine Deutschlehrerin, die das regelmäßig versucht einzubauen und halt aktuelle Themen dann diskutiert und im Prinzip zwei Freiwillige vorholt und Pro- und Kontraseite, die dann eben Argumente austauschen sollen unter gewissen Spielregeln. Ne? Man lässt den anderen ausreden, man geht nur auf das Gesagte ein, etc. Super. Aber das gehört ja nicht zum klassischen Bildungsplan. Ja, schade eigentlich, dass wenn sich so in den Deutschunterricht relativ einfach, sage ich mal, einbauen lässt, ist ja eigentlich eine coole Sache. Ja, und wenn es dann noch aktuelle Themen sind, dann sind die Schüler meistens sowieso voll dabei und begeistert. Ja, aber auf Social Media ist das wirklich schwieriger. Für so vieles. Ja. Mir fällt auch keine bessere Plattform ein, um online zu diskutieren. Also ich wünschte mir eigentlich so etwas wie Instagram mit Funktionen von Discord. Also im Discord ist das ja ziemlich cool. Es ist jetzt nicht öffentlich zugänglich, aber so eine Mischung daraus oder dass man halt so ein paar Funktionen irgendwie auch in entweder Instagram oder ja, YouTube wird sich das vielleicht auch anbieten. Dann hast du Twitter. Twitter ist halt schwierig, ne, wenn du nur 200 irgendwas Zeichen hast. Also je nach Thema ist das schon sehr begrenzt. Ja, wie viel Aussage kannst du in, weiß ich nicht, 160 Zeichen stecken? Ja. Ohne, dass du dann irgendwas zu verkürzt darstellst oder man dich halt zu leicht fehlinterpretieren kann oder so. Da musst du ja schon halber Marketing-Profi sein, um da irgendwie so Werbeslogan-mäßig was raushauen zu können, was dann auch wirklich mit einem gewissen Sinn dahinter ist. Ja, bei solchen Diskussionen, bei Kommentieren auf Insta, es muss
finde ich, sollte man sich immer fragen, was ist mein Ziel sozusagen, wenn ich dann einen Kommentar abgebe sozusagen. Meistens weiß man ja bei gewissen Accounts, wie viel das dann bringt, der Kommentar, aber meistens ist ja das Ziel sozusagen, Dritte zu erreichen, nicht die Person an sich sozusagen, mit der man diskutiert oft halt. Ne? Einfach nur zeigen, okay, es gibt auch eine andere Meinung oder so, oder das könnte man auch anders sehen oder vielleicht tags da noch ein bisschen. Aber meist weiß man ja sozusagen, wo man kommentiert, dass es wahrscheinlich bei der Person, wo man jetzt kommentiert, nicht wirklich ankommt. Das muss ich oft klar machen, sonst verzweifelt man ja, wie gesagt, oft, weil man sieht ja auch bei vielen Diskussionen, dass einfach für die Person, wo man diskutiert, kommentiert, es, also ich glaube, in 90% der Fälle bringt es nichts sozusagen. Habe ich das Gefühl. Ich meine, wir sind auch speziell, glaube ich, manchmal, weil wir bei speziellen Leuten natürlich kommentieren, die natürlich sehr relativ extrem dann sind oder naja, festgefahren in ihrer Meinung halt. Würde man uns bestimmt auch vorwerfen, sozusagen, aber das ist natürlich nicht so einfach, aber genau. Das Ziel sollte man, glaube ich, nicht aus dem Augen lassen. Ich kommentiere dann eher für Dritte, sozusagen. Und wer das dann nachlesen will, und dann kann sich jeder seine Meinung bilden halt oder halt vielleicht auch darauf aufbauen, sozusagen sich weiter informieren, ein bisschen vielleicht nochmal anders hingucken, auf eine andere Studie oder die Studien selber nochmal anders angucken halt. Darum geht es ja auch oft halt. Ne? Nicht, dass man die Studien einfach anguckt, sondern die Studien auch so anguckt, dass man weiß, die einzuordnen weiß, was bringt die Studie oder was nicht halt. Und dass man anstatt einer Meinung sozusagen wirklich Wissen sozusagen generieren kann. Richtig, man kommentiert für die stillen Mitleser und deswegen finde ich es noch viel frustrierender, wenn dann Leute ihren ursprünglichen Kommentar einfach löschen und das alles weg ist. Ja, genau. Und bei der Gelegenheit fällt mir auch gleich noch ein ganz, ganz großer Nachteil von Instagram ein, weil Micha gerade sagte, von wegen Studien, da mal irgendwas anderes noch angucken. Und das Problem bei Instagram ist ja, dass man zumindest in Kommentaren und im Text nichts verlinken kann. Also es erscheint dann keine Verlinkung, wo man einfach draufklicken kann, weder am PC noch am Handy. Es geht dann einfach nur über, ich glaube, einen Link in Profil oder so ein Linktree. Und sonst ist es eigentlich nur über die Stories jetzt mittlerweile möglich. Über das Thema könnten wir aber vielleicht beim nächsten Mal sprechen, dass wir das aufs nächste Mal vertagen und dann ein bisschen weiterführen. Ansonsten würde ich sagen, war das für heute eine gute Runde, wo wir einige Themen besprechen konnten. Und damit es nicht zu lang wird und uns noch, ja, wir haben genug Themen für die nächste Zeit, glaube ich. Oder wollt ihr noch irgendwas Wichtiges ergänzen? Nein? Noch alle zufrieden. Okay, dann schön, dass ihr Zeit gefunden habt, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Und dann würde ich mich freuen, auch nächstes Mal. Schönen Abend euch noch. Danke fürs Organisieren. Ciao.